Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Der steinige Weg zu Level 90, oder soll ich vielleicht besser sagen, der steinige Weg bald zu 100. Ja, mit dabei ist natürlich wieder die Nouvielle, unsere gute Susi. Hallöchen. Und die anderen üblichen Verdächtigen, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht aufzählen möchte, weil es einfach sonst zu viel wäre. Hallo. Ja, wie geht's euch denn allen? Super. Jo, ich sag keiner was. Und wir haben uns heute auch ein paar Sachen vorgenommen. Zwar nicht so viel. Ey, ich werde direkt angegriffen hier. Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Und zwar wollten wir nämlich gleich direkt zur Burg Schatten fangen. Und von da aus dann Level 20 machen. Und uns das erste Reittier dann holen. Ja, also ich würde dann mal sagen, dann machen wir das auch direkt. Na komm, stirb jetzt hier. Ich hasse es, einfach angegriffen zu werden. Wolfgang, lass das Deviatlauer in Ruhe. Hier, komm, weiter. Das gibt auch schöne Knochen. Lecker Knochen. So, dann versuchen wir uns mal hier den Weg freizukämpfen nach draußen. Die anderen sind währenddessen schon mal losgelaufen. Die wollten nicht warten. Also so eine Unverschämtheit. Nicht auf die Hauptakteure warten hier. Gibt's echt, ja echt. Du gibst ein sowas da immer. Ja, was ich dazu sagen muss, wir haben jetzt auch mittlerweile eine Gilde und da werde ich jetzt direkt mal die Nouvielle zu einladen, damit sie jetzt auch in der Gilde ist, nach diesem Monster hier. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, meine alte Gilde zu nehmen, die ich vor Jahren gegründet habe, um genau zu sein, vor 10 Jahren. Und ihr seht, hier ist nicht wirklich viel passiert, das war halt dann einfach so eine Gilde, wo, ja, halt nicht gelevelt wurde, sondern, ja, ihr seht ja, Gildenstufe 1, ja, für Twinks, für Bank und so weiter. Zusätzliches Bankfach. Neues Mitglied. Nouvielle. Zack. Willkommen in der Gilde. Oh, du lehnst alle Gildeneinladungen ab? Alles klar. Dann musst du dasselbe machen wie ich. Ja, Vorsichtsmaßnahme, ne? Hast du am Anfang sogar angestellt. Ja, habe ich vorhin auch nicht dran gedacht, als ich in die Gilde eingeladen wurde. Dann müsstest du einmal aufs Interface gehen. Sure. Erzähl mir was. Escape, Interface. Ach ja, genau. Ladung blockieren, dann nehmen wir mal den Haken raus, okay. Okay, dann kann ich dich hier mich jetzt in die Gilde einladen. Sehr schön. Boah. Geh sterben, du blödes Schlamm. Gedöns. Nouvielle, da steht sie doch schon. Und da haben wir auch schon einen. Neues Gildenmitglied. Und da seht ihr auch schon, wie unsere Gilde heißt, nämlich die Shadowfighters. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, der Name, aber sie existiert halt schon so lange, da wäre sonst Verschwendung gewesen, diese Gilde nicht zu benutzen und hochzuleveln gleichzeitig mit. Und jetzt laden wir noch Zilandra ein. So. Zack, boom, peng. Geht doch. Ja. So, dann schreiben wir mal alle ein Willkommen. Ja. In die Gilde. Danke, Glüvo, danke. In den Gildenschritt schreibst du übrigens mit Enter / G. Hm. So. Da war ja das Loch. Genau. Da bin ich früher auch immer reingefallen. Haben wir uns ja letzte Aufnahmesession schon drüber unterhalten. Und die letzte Aufnahmesession, die ist natürlich jetzt schon was länger her. Wie ihr wisst. Wir hatten ja Urlaub zwischenzeitlich gehabt, aber genug vorproduziert, um den Urlaub auch zu überbrücken. Bin ich jetzt dran? Du bist runtergefallen. Ins Wasser. Okay, nee, nicht ins Wasser. Da. Hier kannst du hochlaufen. Ah, okay. Ja, das genau das, was Nouvielle gerade gemacht hat, das ist mir auch immer passiert. Früher. Solange da keine Lava drunter ist, wie das letzte Mal, geht das. Ja. Im Flammenschlund war das ja, ne? Aber es ist ja nichts, was mir nicht auch im Wahn passieren würde, ne? Einfach mal so laufen und dann, ups, Loch, weg ist er. Ups, verschwunden. Na, da vorne sehe ich schon Erz vorkommen, das schnappe ich mir ja doch direkt mal. Ich will doch mal nicht so sein. Erz, meins, meins. Nee, meins, meine Kupferader. Du bist ja nicht da, Jenrik. Eben. Da, warte, da klopfe ich mich nachher wieder mit. Sollen.
Wollen wir mal. Ja, wir haben eigentlich schon in der Pixelmon-Aufnahme darüber gesprochen, aber ich denke mal, da könnte man jetzt auch noch drüber sprechen, weil wir jetzt noch ein paar Meinungen mehr dazu haben. World of Warcraft, Warlords of Draenor, der Trailer wurde ja angekündigt oder gezeigt auf der Gamescom. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben ja auch schon unsere Meinung darüber abgegeben. Könnte einfach mal, ich glaube die 180. Folge müsste es gewesen sein, wo, nee, die 181. Folge, irgendwie so müsste es gewesen sein, wo wir darüber gesprochen haben, von Pixelmon. Da der eine oder andere vielleicht Pixelmon nicht verfolgt, entweder schaut er da kurz rein oder ihr hört jetzt einfach hier ein bisschen zu. Der Trailer an sich, der war geil. Also ich fand den persönlich sehr geil. Richtig, richtig gut war der. Richtig Hammer. Muss man sagen, also mir da sehr gefallen und vor allem, weil auch sehr viel Story drin war oder storylastig der Trailer auch war und auch, ja, ich würde schon sagen, fast kinofilmreif aufgezogen wurde. Waren auch Susis Worte, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sehr vielversprechend vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall, also. Wir haben das Spiel schon. Ja. Bei dir muss ich ja nur noch den Code eingeben. Ja, genau. Den habe ich ja immer noch nicht. Ja, dafür nicht, Baby, dafür nicht. Den Code habe ich ja noch nicht zugeschickt gekriegt, aber sobald der da ist, dann gebe ich den bei dir ein. Das ist kein Thema. Ich weiß nicht, haben die anderen hier auch den Trailer gesehen zu Warlords of Draenor? Wenn ja, was haltet ihr von dem Trailer? Und seid ihr auch so heiß wie Frittenfett wie ich? Um ganz ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen verwirrt wegen dem Trailer. Ja. Das waren viele. Ich auch. Dazu müssen wir sagen, wir haben den Vorteil, wir haben das Buch. Ich kenne mich auch ein bisschen in der Geschichte aus. Deshalb ist es für mich verwirrend, dass der Nazgul auftaucht und ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber irgendwie ist das so ein Zeit-Rum-Kontinuum-Gedönse. Da ja, bin ich echt ziemlich verwirrt. Aber ich muss sagen, ich habe das sehr gut verstanden, ausnahmsweise, weil sonst bin ich ja immer verwirrt und verstehe nichts, aber ich habe sogar gleich die richtige Vermutung gehabt, obwohl ich die Geschichte nicht so gut kenne wie Mark zum Beispiel, ne? Ich musste auch nochmal nachgucken, weil diese Zeitreise-Gedöns, das ist ja schon recht verwirrend, was die Originalstory angeht. Da gebe ich dir auch soweit recht, ich war mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Aber um das mal kurz aufzudröseln, Garrosh reist halt in der Zeit zurück. Wie er es macht, warum er es macht und etc. und warum er nicht verurteilt wird, das erfährt man alles in dem Buch, das wir aber zurzeit auch lesen. Da sind wir jetzt auch noch nicht so weit, ich glaube Seite 100 oder so oder 90. Wie heißt denn das? Kriegsverbrechen. Oh, okay, ja, das hab ich schon. Geschrieben von Christy Golden und ich finde, die schreibt einfach am besten. Also ich habe jetzt alle drei Autoren zu World of Warcraft schon gelesen und ich finde, sie schreibt es einfach am besten. Ja, das Buch ist wirklich sehr ansprechend. Sogar ja. Für mich. Oh, der Ausgang. Ja, wir sind draußen aus der mickrigen Höhle hier. Aus den Höhlen des Wehklangs. Wir müssen uns das nächste Mal da doch einen besseren Ort zum Auslocken suchen. Ja, eventuell legen wir am besten mal den Ruhestein gleich in Orgrimmar. Ja, und hier müsste irgendwo noch Erz schlummern, da ist es doch. Oh, und ich renne dir wieder hinterher, weil ich denke, dein Navi ist schon eingestellt. Nein. Nur auf Erz eingestellt hier, dein Navi. Ja, gerade schon irgendwie. Aber ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht nachvollziehen kann mittlerweile. Weil mit einem anderen Charakter, den ich jetzt in WoW spiele, sammle ich ja auch wie Blödkräuter. Ja, mein Navi ist auch momentan auf Erz eingestellt, alleine aus dem einfachen Grund, Glyfo ist nicht da! Was? Sonst klaut er mir immer die Erze. Ah, wer hier wohl immer wen die Erze klaut, ne? Du mir. Nee, du mir. Ja, und wir reisen jetzt einmal zum Wegekreuz und fliegen von da aus nach Orgrimmar, Süße. Mhm. Okay. Ich wollte nämlich gerade anmerken, wie gut das unser heutiges Ziel das Mount ist, weil das Rumlatschen, ne? Das nervt langsam, ja. Und du hast ja jetzt das erste Mount sogar... Erz. Keine Panik, ist nur Erz. Du hast ja das erste Mount jetzt sogar auf deiner Ali-Seite, oder auf unserer Ali-Seite, ja, gefunden, bekommen, whatever, und du hast sofort gemerkt, welche Erleichterung das eigentlich ist, ne? Mhm. Und ganz früher musste man noch bis Level 40 leveln, um überhaupt ein Mount zu kriegen, was 60% schneller ist.
Ja, aber wenn du es nicht kennst, dann vermisst du es auch nicht, ne? Nee, richtig. Aber wenn du es kennst und dann wieder einen neuen Charakter anfängst, dann denkst du dir so, wann ist es endlich soweit? Wann bin ich 20? Und die haben es ja schon runtergesetzt. Erst auf Stufe 30 und dann nochmal auf Stufe 20 runtergesetzt. Ich finde, die könnten es ruhig auf Stufe 10 runtersetzen, langsam. Ehrlich Ja, gut. gesagt, weil das sind so viele Laufwege. Naja. Manchmal schon. Vor allem, wenn man wie ich jede Quest machen möchte. Naja, auf jeden Fall, wir waren ja immer noch beim Trailer. Wollen wir jetzt mal nicht davon großartig abweichen. Was war jetzt das Letzte, was ich dazu gesagt habe? Ja, Garrosh reist halt in der Zeit zurück und verändert halt die ursprüngliche Geschichte von WoW. Und dementsprechend war es für mich halt auch verwirrend, weil ich wusste jetzt nicht, hat der damals von dem Kelch getrunken oder nicht. Ich will jetzt auch nicht großartig jetzt spoilern. Aber es war schon recht verwirrend. Und Garrosh hat halt schon die Zeitlinie verändert, indem er nicht von dem Kelch getrunken hat. Ich möchte ja nicht so weit spoilern, aber Nee, als ich das so in den ganzen Trailern sah. mehr möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber nach Orgrimmar fliegen, bitte, Süße. Ja, wo bist du? Auf dem Weg. Ich flieg schon. Ich hab vergessen zu stoppen. So. Naja, you know. Richtung Orgrimmar, genau. Ja, Meinungen. Wie fandet ihr den Trailer? Glivo? Hab ihn leider nicht geguckt. Nachsitzen, sofort machen. Raus aus der Aufnahme, Leider ein Trailer wenig gucken. anderes zu tun, als den Trailer zu gucken. Also den Trailer muss man gesehen haben, wie ich finde. Vorbeistehen von Wrath of the Lich King immer noch am coolsten fand. Nee, ehrlich gesagt finde ich den gar nicht geil. Ich krieg da jedes Mal Gänsehaut, wenn er davon erzählt und so. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das von Classic singe und wenn ich das von Cataclysm sehe. Burning Crusade und Lich King noch nicht mal so. Wobei die Zeiten damals ja schon geil waren. Zu den Add-ons. Muss man einfach mal so sagen. Das stimmt schon. Es war schon lustig. Ach ja, wie ich mal einfach wieder mal nicht mitreden kann. Naja, bald. Die Add-ons wirst du ja auch durchspielen müssen, um auf Level 90 zu kommen. Da kommen wir ja auch noch hin. Die Story werden wir dann dementsprechend auch noch behandeln, etc. Und ja. Dieser lange, steinige Weg bis dahin. Ja, der ist lang, der ist steinig, der ist schwer. Und das ist auch wirklich so. Also am Anfang dachte ich so, ja, na klar, dauert das lange bis auf Level 90, aber jetzt habe ich schon so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen, was für Quests dann denn auch alle warten. Ja, und auch sehr viele Gebiete. Also ich kann verstehen, dass du dieses Projekt halt so lange nicht in Angriff genommen hast. Ja, Weil aber das man ist muss auch wirklich sagen, ja, das ist schon was. es lag mir immer auf dem Herzen, sag ich mal, oder war immer mir ein sehnlichster Wunsch, das Projekt anzufangen. Aber die Sache ist halt die, je länger ich jetzt warte, desto höher wird natürlich das Level und desto länger dauert es dann wiederum. Und so kann man sagen, oh gut, ich spiele jetzt bis 90, dann ist das Add-on draußen, dann machen wir vielleicht bis 100 weiter. Und dann pausieren wir erstmal bis, weiß ich nicht, in 1 oder 2 Jahren, wenn das nächste rauskommt. Ich muss schon mal wieder baden. Ich sehe schon, du badest im Wassernapf. Ja, hallo, der ist groß wie eine Badewanne. Na, was denn, einmal im Jahr muss man ja baden, ne? Genau, auch New Year muss einmal im Jahr baden. So, wir müssen jetzt Auch wenn die nach Horde ist. Unterstadt, aber ich würde sagen, wir Du verkaufen erstmal ein wolltest paar Klamotten. erstmal das und den Ruhestein wollten wir doch auch hier setzen in Orgrimmar, oder? Genau, ich verkaufe jetzt erstmal hier ein paar Sachen. Bei dem. Aber ja, bei diesem Rüstmeister des Bilgewater Kartells. Und ihr müsst verzeihen, ab und an werde ich auch Sachen auf Englisch aussprechen, weil ich sie auf Englisch gelernt Oh habe, mein weil früher Gott! war. Ja, weil früher Englisch, oh war. mein Gott. Oh ja, Denglisch. Nee, weil früher war WoW halt nur auf Englisch, bis es irgendwann mal lokalisiert wurde. Ich glaube, zu Burning Crusade wurde es lokalisiert, Mogo, richtig? Burning Crusade, ja. Ja. Und davor war es halt nur in Englisch. Deswegen hat man so teilweise noch einfach diese englischen Begriffe im Kopf. Beziehungsweise ist einfach so eingeprägt über die Jahre. So, was kann ich denn noch verkaufen? Eigentlich kann ich fast alles hier verkaufen. Die kleine ranzige Muschel, die mache ich jetzt mal auf. Ne, rankenfüßige Muschel, so.
Ja, Muschelfleisch. Das können wir später noch zum Kochen gebrauchen. Das hebe ich mir mal auf. Du schon wieder mit deinem Kochen hier. Ja. So, und das Erz packe ich da ein und die. So, meine Tasche wäre leer. Minus 5 kritischer Trefferwert ist doch für meine gar nicht relevant, ne? Kritische Trefferwertung ist für deine sowohl als auch relevant. Also die ist eigentlich fast für jeden Charakter relevant. Okay. Dann weg damit. Schild brauche ich nicht. Ich gucke mich gerade mal um. Alles. Hier ist nichts weiter von Wert. Groß. Guck mich gerade mal. Was ist mit den Taschen, die ich hier noch drin habe? Die auf die Bank. Das hatten wir ja auf dem Ali-Charakter schon gelernt. Haben wir das gelernt? Haben wir gelernt. Die packst du dir am besten auf die Bank. Und ich suche gerade hier verzweifelt einen Postkasten. Da vorne ist einer. Weil ich habe mir nämlich Post geschickt über einen Urlaub hinweg auf Palio und ich weiß nicht, was ich mir geschickt habe. Deswegen gucke ich mal. Eine kleine Überraschung. Was habe ich mir denn geschickt? Ach, genau. Ich habe mir einen Bogen für später geschickt. Für Stufe 83 habe ich einen Bogen schon mal geschickt. Ja. Und ein gnomisches Messer. Genau. Das erhöht nämlich Kirschner und Bergbau und Kräuterkunde auf 10, beziehungsweise um 10. Das zeige ich euch jetzt mal. Jetzt steht nämlich hier plus 10. Wenn ich das jetzt nicht hätte, wird da halt nur 36 stehen. Jetzt in dem Sinne plus 10. Dann auch mal 10 drauf. Dann kannst du nämlich Sachen abbauen, die 10 höher sind als dein eigentliches Level. Und dieses Taschenmesser wurde hergestellt von einem Ingenieur. Und dieser Ingenieur war natürlich mein guter Palusor. Hey, der Name steht ja gar nicht mehr dabei. Komisch. Normalerweise stand er immer hergestellt von und dann Palusor. Schade, der steht da gar nicht mehr bei. Egal, gnomisches Armeemesser benutzen. Ein Ingenieur mit einer Fähigkeit von mindestens 350 kann die Batterien des Messers überladen, um zu versuchen, einen toten Verbündeten ins Leben zurückzurufen. Kann nicht im Kampf verwendet werden. 30 Minuten Abklingzeit. Erhöht plus 10 Bergbauer, plus 10 Bergbau, plus 10 Kräuterkunde, plus 10 Kirschnern. Beinhaltet einen gyromantischen Mikroregler, einen Bogenlichtschraubenschlüssel, einen Nasenbohrer, Schmiedehammer, Rückenkratzer und ein Kreiseldings. Ein Kreiseldings? Das ist ja ganz wichtig. Das darf man auf keinen Fall vergessen, das Kreiseldings. Und so sieht der Bogen aus, den ich mir übrigens geschickt habe. Ich liebe Bögen, muss ich sagen. Ich sehe jetzt gerade nichts, weil dieses Mount da gerade. Den wirst du auch nicht sehen können, weil der erst ab Level 83 anlegbar ist. Na denn? Aber ich habe es schon mal rübergeschickt, weil der einfach schick ist und ich Bögen einfach so liebe. Schusswaffen sind bäh, gehört nicht nach WoW, finde ich. Und Armbrüste, davon sieht man sowieso nie so viel. Also habe ich mich immer für die Bögen entschieden, wenn es einen Bogen gab.